Meester im Quadrat. Jedes Jahr finden Meisterschaften statt, wo von der Öffentlichkeit kaum beachtet werden, aber viel wichtiger sind wie sämtliche Weltmeisterschaften im Sport. Junge Handwerkerinnen und Handwerker machen eine spezielle Ausbildung in ihrem Fach. Wenn sie die Prüfung bestanden haben, sind sie Meister. Am Samstag, dem 7. November 2009, haben 577 Jungmeisterinnen und Jungmeister von der Handwerkskammer Mannheim, Rhein-Neckar-Odenwald auf einer schönen, gut organisierten Veranstaltung im Rosengarten ihre Meisterschaft gefeiert. Der gerade wiedergewählte Präsident von der Handwerkskammer, Walter Tschischka, hat eine gescheite Rede gehalten. Kompliment. Auf so Leute können wir stolz sein. Handwerker, wo ihr Arbeit gut machen, kehren zu den wichtigsten Wertschöpfer und Kulturträger in unserer Gesellschaft. Nicht die safe bloße Spekulanten an der Börse sind die Ökonomen, sondern unsere Handwerker, weil sie bleibende Werte schaffen. Nicht eitle Entertainer, Comedians und Witzbolde sind die Kulturträger, sondern die Handwerker, weil sie Eigenschaften und Fähigkeiten aufbauen und weitergeben, wo grundlegend sind für das Funktionieren von Gesellschaft. Ohne weitsichtige und qualifizierte Handwerker können wir die ökologisch und die Finanzkrise nicht überwinden. Handwerker leisten einen Beitrag zur Materie- und Energieeffizienz. Sie sind Träger von Werkstoff- und Werkzeugbewusstsein, Basis von jeder Hochkultur. Sie entwickeln Einstellungen und Verhaltensmöglichkeiten, auf die wir alle angewiesen sind. Die Handwerker sind die wahre Kreative im Alltag. Meine Frau und ich haben in den letzten Monaten unser Haus renovieren lassen, vom Dach bis in den Keller und Garten. Wir haben die verschiedensten Handwerker im Haus gehabt und gute Erfahrungen gemacht. Die Menschen, die uns ihr Kennen zur Verfügung gestellt haben, kann ich so beschreiben. Zuverlässig, pünktlich, fürsorglich, nicht eitel, sauber, exakt, erfahren, kreativ. Sie haben insofern einen Mehrwert geschaffen, als die Wertsteigerung von unserem Haus her ist, wie die Rechnungen, wo man den Handwerker bezahlen müssen. Anders ausgedrückt, die Renovierung hat ein paar Monate gedauert, verbessert aber unsere Wohnqualität für viele, viele Jahre. So soll es sein. Das versteht man unter Nachhaltigkeit und unter Ökonomie. Wer etwas Wichtiges, was kaputt gegangen oder verschlissen ist, wieder in Ordnung bringen kann oder etwas Nützliches in die Welt setzt, was es vorher so nicht gegeben hat, das ist ein Ökonom. So jemand verdient unsere Achtung und hat das Recht, sich seine Fähigkeiten und seine Arbeit ordentlich bezahlen zu lassen. Ich wünsche den jungen Kurpelzer Handwerksmeisterinnen und Meister alles Gute, Gesundheit, Lust am Leben und mehr Fetz im Kopf wie Bimbes im Beidel.